Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio von Bluebricks. Ich bin der Micha. Und ich bin der Marco. Yeah! Da ist er. Da ist er. Der modernste und der letzte aus unserer ersten Serie von Rennwagen bei Bluebricks. Habe ich das korrekt gesagt? Jawohl. Die werden immer kleiner, habe ich das Gefühl. Bald sind wir in Six Wide, oder? Na, jetzt übertreibst du ein bisschen. Also die wurden in der Zukunft, also in der... Umso moderner sie wurden, umso schmaler wurden sie auch. Und vor allem die Räder. Wenn du es gerade mal kurz, wenn du gerade dran, wenn du es gerade in der Hand hast, die Reifen. Also früher ältere, das war hier größere Reifen. 70er, und, da waren die, hatten solche Schlappen hinten drauf. Hm? Ich hatte mal einen als Tisch umgebaut. Mit so einem Holzbrett drin. Ach du Scheiße. Cool. Und das ist jetzt 92. Da wurden die Räder nicht mehr so große Unterschiede von vorne zu hinten, wurde überhaupt schmaler. Mhm. Die haben ihren Grip und ihren, was weiß ich was, Bodenhaftung alles sehr geholt durch andere aerodynamische Teile. Die haben wohl nicht mehr diese... Und 2010 haben sie dann Fahrradreifen gehabt? Nein, also die wurden nicht noch schmaler, glaube ich. Na glaube. Wie auch immer, 92er Formelwagen. Ist das rote Licht dann sogar quadratisch? Du mit dem roten Licht? In jedem Video musst du mir aus dem roten Licht erzählen. Das Einzige, was ich weiß, die haben ein rotes Licht, weil du es mir mal erklärt hast. Nee, auch in so einem Fahrzeug, was so ähnlich aussah, saß mal ein ganz großer Nigel Mansell, Weltmeister geworden. Okay. Der hat so eine ähnliche Karosse gefahren. Wobei, der hat, glaube ich, nur ein gutes Jahr gehabt. Egal. Ja. Aber tolles, tolles Modell. Und auch die Sticker finde ich sehr, sehr gelungen, die wir hier im Haus extra produzieren, gell? Die werden hier gedruckt, jawohl. Und wir haben wieder einen Knopfhoff. Aha, das, ich räume hier alles findest ab. Du, das findest du Knopfhoff, oder was? Ich räume das Knopfhoff ab, aber wir haben einen tollen Motor. Und wir haben Trampeltiere auf dem Auto. Ja. Kamele, die haben zwei Dromedare, haben glaube ich nur einen. Wenn ich mich richtig an Asterix und Kleopatra erinnere. Die haben aber immer nur auf Einhöckerchen gesessen. Oder? Ja, deswegen beschwert sich auch irgendwie ein Dromedar. Aber ich bin kein Kamel, ich bin ein Dromedar. Ich habe doch nur einen. Daher weißt du das. Daher weiß ich das. Das ist diesmal nicht Wikipedia. Nein, das ist Asterix und Kleopatra. Und ich weiß das, weil ich tatsächlich eine Hörspielkassette davon hatte und die waren ja total billig produziert. Das war nichts anderes als die Tonspur des Films. Ach komm. Also ohne einen Sprecher, der erzählt, was gerade so passiert, weil man sieht ja nichts, man einfach nur die Geräusche gehört aus dem Film. Ich liebe Asterix und Obelix. Ja, ich auch. So. Also. Du hast ihn auseinandergenommen? Ja, so, ist ein Cabrio. Das gab's doch da nicht, die waren doch immer offen. Die waren immer offen, na gut. Wie waren, wobei, wie waren das dann im strömenden Regen? Dann sind die alle nass geworden. Die sind so schnell. Die fahren dem Regen einfach weg. Ja, das ist so schnell. Abgesehen davon hat es denen wenig ausgemacht, denn wenn das Rennen ein bisschen länger ging, haben sie sich auch selbst nass gemacht zum Teil. Ja, das gehört nicht hierher. Mhm. Aber wenn es mal, die haben nicht rechts rausgefahren und haben sich an den Busch gestellt. Okay. Also nass im Cockpit sitzen, das kommt schon vor. Alles klar. Wissen, dass, du denkst, ich der Blödsinn, nicht, dass ich nicht gebraucht hätte, aber man lernt ja nie aus. So, ich habe es geschafft, die Teile wieder anzubringen. Ich hoffe, sie sind richtig. Du kannst doch nicht in der Westletzte und sagst dann zu deinem Teamchef, du, es tut mir leid, aber ich musste noch kurz ranfahren. Pipi machen. Ja, das geht stimmt. Nicht. Also, lass laufen. Also wieder was. So, das habe ich jetzt gelernt. Das ist fertig. So, jetzt Schluss. Ja. Okay. Schick. Sehr schick. Was er hat Sticker und die Sticker gibt es bei uns mit dieser Nummer im Shop zu bestellen. Wenn euch Sticker zu so einem Set interessieren, ihr findet auf der Artikelseite dieses Autos unten rechts so ein kleines Feld dazu passende Artikel und da ist der Stickerbogen verlinkt. Das heißt, man muss ihn nicht extra suchen, man findet ihn, indem man dann da direkt drauf geht. Man kann sich den Stickerbogen optional dazu bestellen. Der wird in unserer Stickerbogen-Manufaktur ausgedruckt. Stickerbogen-Manufaktur? Ja, mundgeblasen, handgeschnitzt, aus einem Einbaum herausgeklöppelt. So sieht er dann aus, er ist bereits vorgeschnitten. Man kann ihn sich dazu bestellen, wenn man Sticker mag. Wenn man die Sticker nicht mag, dann bestellt man ihn Marco, nicht. Für die blöden Sprüche bin ich hier. Was machst denn du jetzt da jetzt? Na gut.
Ich krieg gerade meinen Job weggemobbt hier, oder wie heißt das? Ja. Sehr cool. Auch die, wie die moderneren Fahrzeuge dann waren, die haben dann hier auch diese Unterbodenbleche, die sind wesentlich größer geworden. Mhm. Du siehst bei den anderen siehst du das nicht. Aber hier, Hauptsache Unterboden und flach. Mhm. Cool. Für sehr maximalen vom Andruck oder wie? Abtrieb. Anpressdruck. Und was weiß ich was alles. Aber das ist toll gemacht. Toll gemacht. Ich freue mich drauf, wenn ich mit dir zu Hause dann mal an einem ruhigen, in meinem, wie heißt es, im Rentenalter zusammen. Sollten die bei uns irgendwann ausverkauft sein, wisst ihr, es liegt an Micha, er hat sich alle mitgenommen. Eins davon jeweils. Jeweils eins, na gut. Ich habe auch nur eine Burg Blaustein. Siehst du. Wobei ich ja schon überlegt habe, wenn wir zwei hätte, könnten wir das Set einfach... Oh. Nein. Quatsch. Das ist der 1992er Formelwagen, ein Blue Brick Special mit der Setnummer 103407. 581 Teile für 29,95 Euro. 29,5 cm ist er lang, 14 cm breit, 7 cm hoch, entspannt aufzubauen. Und es gibt, wie gesagt, optional einen passenden Stickerbogen, wenn man das möchte. So, wir haben hier den ganzen Tisch voll noch stehen mit den Resern. Kriegst du es hin, die chronologisch zu sortieren? Ich meine, das ist der 92er, okay. Das ist schon sehr, sehr schwierig, weil die sind doch alles sehr, sehr ähnlich. Also das ist klar. Hier haben wir euch im Video schon gezeigt. Der ist etwas älter. Ich meine, der war 79. So, jetzt wird es schwierig. Jetzt haben wir noch ein paar hier auf dem Tisch stehen. Da habe ich so meine Probleme. Der vorderste da vorne, das ist auch das erste, den wir rausgebracht haben. Also wie gesagt, jetzt seid ihr da draußen wieder dran, jetzt könnt ihr wieder rein und der Micha, der hat keinen Plan. Aber der war, glaube ich, irgendwie davor ist 77 irgendwas. Ich glaube, auch für ihn gibt es einen Stickerbogen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das Modell ist nicht beklebt. Einfach im Shop. Gibt es einen Stickerbogen? Es gibt einen Stickerbogen. Na gut. Ich habe noch so einen rot-weißen. Ja. Wir stellen jetzt einfach mal alle hier. Ja, genau. Da davor, das liegt schon ganz. Und der blaue, der ist dann auch hier irgendwo in dem Zeitalter. Der mit den drei Achsen. Ja. Irres Teil. Und dann haben wir noch ihn hier. Das ist der älteste aus unserer Serie. Okay. So sieht man auch, wie sich das ein bisschen verändert hat. Wobei der hier, wie gesagt, hallo? Mann. Also so ein Tollpatsch. Entschuldigung. Das hier ist, das ist schon was Abgefahrenes, gell? Also, aber deswegen kann man den nicht dazu rechnen, aber sieht man so ein bisschen, wie sich das verändert hat. Also den kannst du ruhig weglassen. Nein, das ist so, sieht man so ein bisschen, wie die sich verändert haben innerhalb von 15 Jahren. Ja gut, 17 Jahren. War halt mal ein Exot. Und der ist zwischendurch auch nochmal reingekommen. Hat aber auch was bewirkt, hat dafür gesorgt, dass in die Regularien aufgenommen wurde, dass es nur zwei Achsen geben darf. Weil das ja eigentlich wohl irgendwie das bessere System war, aber irgendwie, ne? Nee. Ich meine, ich hätte mal gelesen, ja? dass das Konzept eigentlich gut war, aber weil mehr Grip oder so, ich habe keine Ahnung. Ich habe es mal gelesen auf Wikipedia, aber ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Also im Endeffekt, die sind, glaube ich, in zwei Jahren ein Rennen gewonnen mit der Technik. Aber ich meine, es haben sich ja im Motorsport manche Dinge irgendwie im Laufe der Zeit geändert. Irgendwer hat mal am Rande einer Sitzung durchgewunken, ja, meinetwegen können die Rallye-Autos auch Allradantrieb haben. Und ein Jahr später hat es die eine Marke dann und dann hatten sie es kurz drauf alle, weil sie gemerkt haben, hui, das bringt ja was, ne? Und nächstes Jahr fahren sie alle mit Hybrid im Rallye. Ja, okay. Ja. Ich brauche Rallye-Autos. Rallye-Autos, hast du schon gesagt. Er braucht Rallye-Autos. Falls ihr auch Rallye-Autos braucht, dann schreibt uns das mal. Wir sind ja über Vorschläge immer dankbar. Ja, für heute war es das dann aus der Boxengasse. Das Boxenlude und der Micha verabschieden sich. Wie immer mit... Doppelsteine kann man die genug haben. beim nächsten Mal gibt's mehr. Viel Spaß beim Bauen. Ciao. Sollen jetzt die Leute von mir denken, das Boxenluder? Die denken schon das Richtige.